Eigentlich sollte ich schlafen, doch flieht mich Herr Morpheus beständig. Lump der! Um wen statt mich legt der Alte den Arm? Um aus der Not, wenn zwar keine Tugend, doch Unfug zu machen, zeige ich nun der Welt, wie man Distichen schreibt. Eigentlich muss man nur reden, so wie man sonst auch redet. Klingt es geschraubt, so ist alle Metrik umsonst. Erst also kommt der Hexameter, zweimal drei Hebungen hat er. Dann der Pentameter, der zweimal drei Hebungen hat. Nur der Hexameter hat nach der dritten und sechsten Hebung noch eine Senkung dazu und der Pentameter nicht. Außerdem ist noch wichtig, dass der Anfang betont sei, hier wie dort, und dass nie einer alleine steht. Der Hexameter und der Pentameter bilden zusammen jenen Zwieklang, den man griechisch Distichon nennt. Schon mit geringer Übung kann jeder täglich so sprechen, ob er ein Auto verkauft oder Schriftsätze tippt, ob er beim Bäcker nach Brötchen oder beim Arzt nach Pillen fragt, und wahrscheinlich merkt diese Kunst dann kein Schwein.